Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, aktuell werden hier die kleinen Flugzeuge betankt und immer wieder nachgefüllt, dass die uns auch schön Geld geben. Wir schauen jetzt mal auf unsere stündliche Bilanz. Täglich schaut es aktuell wie folgt auf. Andere Ausgaben, ja okay, wir haben viel ausgegeben, das müsste gleich im Bau gewesen sein. Wenn wir hier gucken, Baulieferung und Einkäufe. Lieferung 44.000. War das für die Bauarbeiten oder für was? Wir haben auf jeden Fall ordentlich verdienen pro Tag 1.800. Ja, okay. Ist jetzt nicht das, was man sich so vorstellt, aber was willst du machen? So, die sind hier 8 Stunden, steht der jetzt bei uns. Die tanken auch noch nicht so viel wie erwartet. Zwischendurch muss natürlich der hier auch repariert werden. So. Reparatur natürlich einmal durchführen. Das ist alles natürlich teuer. Jetzt bauen wir hier natürlich ein Büro mal rein und alles so Zeugs. Mal eine Runde bauen. Wir bauen jetzt, wenn das läuft, weil es ist sowieso alles ein bisschen blöd. So. Wir bauen hier mittelgroße Fenster rein. So. Dann hätte ich gerne eine mittelgroße Tür, die hier reinführt. Und dann würde ich gerne eine Wand bauen. Und zwar hier für den Bürokomplex. Das ist der Büroteil jetzt. So, und da kommen jetzt ein paar Bürostühle rein. Ich muss erstmal hier das als Personalbereich erstellen. Eine Zone, der wohl Mitarbeiter der Zugang gewährt ist. Das ist alles Personalzone. Und das wird jetzt ein Personalraum. So. Und im Personalraum setzen wir jetzt ein paar Stühle hin. Tun wir auch mal die Anwesenheit von Mitarbeitern reduzieren, entlassen. Und dann reduzieren wir Arbeiter vor Ort, dann entlassen wir doch einfach mal fast die Hälfte. So, die chillen jetzt währenddessen hier. So, jetzt sind noch ein paar hier. Geht es natürlich Tag und Nacht immer weiter. Oh, wo ist jetzt? Also jetzt war ein Tier unterwegs, das ist natürlich nicht gut. So. Packen die jetzt ein, oder was haben die hier vor? Der Sommer ist da, okay. Kommen wir noch eine Toilette hier rein. Dafür müssen wir auch nochmal schön bereichern. Da bauen wir jetzt hier den Bereich ein. Da bauen wir auch mal schon mal einen Bereich ein. Aber das ist von beiden Seiten erreichbar. Und dann machen wir hier eine Toilette rein. Und dann machen wir für die Toilette ein paar Clues. Eine scheiß Position, warte mal, das will ich nicht haben. Gott. Wenn ich den nur umgedreht hinbaue. Das sieht sich perfekt aus, rein theoretisch.
also drei Pissoirs hin. Wir bauen hier noch eine Mauer hin. So. Und dann gibt es dementsprechend hier noch ein paar Waschbecken. Ein paar Waschbecken und jeweils noch zwei Handtrockner. So, dann ist das Bad auch schon fertig. Oder das Klumpfall. Erlaubte Geschlechter. Ach guck mal, ich könnte es jetzt auch dementsprechend nur eingeschlechtlich machen und alles. Könnte ich sozusagen sagen, nur ein Führungsrecht. Das ist jetzt ein reines Personalklo. Dass die jederzeit aufs Klo gehen können, wenn was ist. Können die einfach pinkeln gehen. So wollen wir das doch. Okay. Wie schaut denn das aktuell mit unseren Bilanzen aus? Stündlich. Aktuell steht es da ganz schlecht. Minus 500. Das steht wieder gut. Das ist halt echt ein bisschen Rückerstattungen, okay. Okay, Flugzeuge machen 3000. Uhrzeit vorige Stunde, üblicher Durchschnitt 24 Stunden. Gewinn, ja, es geht. Also wenn wir noch ein paar Parkplätze hinzufügen. Platz haben wir ja noch. Rollfeld hinzufügen. Dann dementsprechend auch wieder die Parkflächen ausweisen. So. Können die gleich mal anfangen, das zu bauen. Dann sollen die hier durchschießen. Das langsam errichten. Jetzt hauen sie wieder ab. Und die holen sich schon die neuen Parkplätze, obwohl wir noch mehr fertig sind. So. Nächster Flughafenpalast ist fertig. So, schauen wir mal. Jetzt haben wir insgesamt hier 1, 2, 3, 6, 9 Plätze für die Flugzeuge. Die Kuh, Alter. Habe ich genug Geld dafür? Ich habe hier noch 1 Million aktuell. Ich würde gerne den Zaun außenrum anfangen zu ziehen. Zieh den jetzt schon mal hier runter, ey. Mir wurscht, ob jetzt zwischendurch Leute im Weg sind oder so. Sobald irgendwann weniger weg sind, ist alles gut. Reparaturkosten 2000. Sie sollen sich jetzt mal darum kümmern, dass hier der blöde Zaun fertig wird, damit die Tiere abhauen können. Dann hätte ich schon mal weniger Gefahren für die Flugzeuge, dass die auf jeden Fall ununterbrochen fliegen können auch und alles. Das wäre schon mal ein positiver Effekt. Danach upgraden wir unsere Infrastruktur. Dass wir hier vielleicht dann auch hier den nächstbesten Punkt für die Leute machen. So, die wollen starten alle. Jetzt geht's zum Start über. Schauen wir, wie wir hier drin sind. Baut diesen Zaun zu! Oben sind wir auf jeden Fall fast schon dicht. Oben kommt nichts mehr durch hier. Aber die kommen ja meistens eher von der Seite. Das ist ja das Problem eher. Aber da werden wir jetzt auch langsam dicht. Die kommen schon gar nicht mehr hinterher. So schaut's aus. Wir machen jetzt diesen Flughafen tiersicher.
Dann heißt es nicht mehr Wildtier auf der auf der Rollbahn oder sowas, sondern es ist, da gibt es keine Tiere mehr. Alles weg. Ja, jetzt, das geht wenigstens flott auch. Das ist noch ein Tier. Ja, das ist abgehauen. Jawohl. Geh weg. Liebe Tiere, ihr habt hier nichts mehr verloren. Ach, da kommen sie noch von der anderen Seite rein. Das ist natürlich, so optimal will ich mal meinen. Ja, genau. Geh um den Zaun rum. Alles gut. So, wenn die Kühe jetzt dann, ja. Ah, der muss hier noch zubauen. Wo läuft denn der hin? Was war das für ein Geräusch? So, Klingeling. Neue E-Mail für Leistungsbericht. Wenn ein CFO einstellen, werden dies am Ende jedes Geschäftsjahres angezeigt. Sie erhalten per E-Mail eine Benachrichtigung über tägliches Einkommen und Leistung gegenüber gestern. Wenn Sie einen CEO einstellen, werden diese am Ende jedes Geschäftstags benachrichtigen, denn Ihnen einen Bericht über die Anzahl der Vorfälle im Flughafen und andere Statistiken. Okay, also müssen wir sozusagen hier Leute mal einstellen. Ein COO, da bist du doch ganz gut dabei, und du bist ein CFO. Gut. Und die liefern mich da. Ja, da bin ich mal gespannt. Wenn ich keine Tiervorfälle mehr kriege, ist alles super. Dann bin ich schon zufrieden. Da ist noch ein Tier. Mitten auf der Rollbahn, das geht doch gar nicht. So, Upgrade. Wir upgraden jetzt. Ich habe Lichter bauen. Ich weiß gar nicht, was wir machen. Ich habe keinen Plan. So, okay. Die ersten zwei werden jetzt auch geupgradet zu Asphalt. Zahlt der, sobald ich ein Upgrade mache mit dem Platz? Nee. Das wird auf jeden Fall für uns besser. Das ist es. Ich will hier gescheite Straßen haben, nicht nur so Billo-Straßen jetzt. Deswegen wird jetzt hier alles geupgradet. Sind die nicht auch gleich dementsprechend schneller unterwegs? So. Habe ich jetzt nicht einen größeren Tank mittlerweile freigeschaltet? War da nicht was? Irgendwie so Tank. Vertrag vom Lager schließen. Deaktiviere die automatische Nachbestellung des Treibstoffs. Zusätzlichen Treibstoff anfordern. Oder forschen die noch da dran? Achso, ich sollte vielleicht zuweisen. Ah, ich bin schon schlau. Dann tun wir die Rollbahn dementsprechend auch mal verbessern. Rollbahn. Rollbahn. Oh nee, das war zu viel. Den Teil will ich nicht. Dankeschön. Dann will ich aber, dass wir hier wiederum den Teil total vollbauen. Alles upgraden. Ich glaube, dann könnte ich auch bessere Flugzeuge landen auf den moderneren Dingern.
ist der Flughafen. Und dann hatten wir hier noch diese Halle. So, dich bringen wir jetzt. Ich bin hier einfach hier, ne? Scheiß drauf, und dann geht hier eine. Das können sie jetzt bauen, dann können die das andere ja auch behalten. Da haben wir rentiert schon mal ein neues Lager. Ach hier stehen jetzt nicht auch Jets, so große. Zwar nicht immer, aber zwischendurch kommen hier wieder welche hin. Die wollen ja bestimmt betankt werden. Und dadurch braucht bestimmt noch mal ein Tankfahrzeug. Da ist ja ein mittlerer. Der kann. Was ist der Unterschied zu den beiden? Das ist nur von Maverick Tanklast. Der kann betanken und die Vorgas. Die Tankstelle ist deutlich höher wie bei dem Vorgas. Ah. Ich hole mir mal einen von denen, von den neueren. Der hat jetzt schon oben geparkt. Jetzt wird hier betankt. Jetzt müssen wir natürlich schauen, jetzt muss irgendwann eine neue Maverick auch kommen und dann stehen wir da. Produkt ist angekommen. Ja, der muss jetzt erstmal voll tanken natürlich. Der geht oben gleich ins Lager rein. Aha. Würde sie auch gleich nach hier vorne begeben. Den Privatjet betanken hier. Im Grunde müssen die sich nur selber tragen können. Dann ist alles gut. Stündliche begann es. Ah. Durchschnittlich waren es minus 11.000. Okay, ich habe auch viele andere Ausgaben gemacht. Die Farbe jetzt hat hier. Schaut ganz gut aus. Aktuell zur Uhrzeit. Stehen wir jetzt auch schon wieder besser da. Aber wir machen eindeutig Plus. Das ist wahrscheinlich nicht so viel, wie man erwartet. Aber besser wie gedacht. Kann ich dieses blöde Ding hier zubauen? Bitte. Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.